Hallo liebe Gamers, ich begrüße euch auf meinem Let's Play TechBird YouTube Kanal zu einem weiteren Gameplay zum Ghost of Tsushima, wo ihr links noch das Cover seht vom Fernsehen. Jetzt bin ich im Akt 1 Rettenfürst Shimura. Wie ihr seht, ist über Fortschritt aufgelistet, bei Prolog habe ich hinter mir bereits. Der Kriegerkodex aktive Geschichten ist mein Ziel, das ich angewählt habe, aktuell. So sieht es näher aus hier. Das ist übrigens der Wind, der so anzeigt, das Weisse kann ich dann machen muss. Gegen das sollte man quasi die Richtung vorgeben. 240 Meter entfernt ist der See Fischerdorfs Keschi, wo ich her muss. Zu der Juna, das ist südlich gelegen. Mal schauen, ob ich das finde, so nach dem Wind. Ich kenne so nicht so von einem Games-Besitzer. Das ist eine Herausforderung, finde ich. Wird gespeichert oben rechts, dass du gegen Zwischenspeicher regelmässig ist sehr gut finde. Sehr schön gemacht, malerisch hier, auch mit dem See da unten, mit dem Gewässer und so. Sehr realistisch gemacht, noch von Stimmung her alles. Vor allem die Wiese, wie sich alles bewegt. Also. Das Weisse Ross passt auch sehr gut in die Umgebung, was ich übrigens ausgewählt habe. Blumen R2, kann ich auch Blumen auflesen oder wie? Wahrscheinlich. So sieht es hier im Gewässer aus. Ich finde es sehr schön gemacht, stimmungsvoll. Ischuhara-See ist das, oder wie man dem sagt, Ischuhara. Ich kann nicht Japanisch wirklich, oder wenn sie es sagen, höchstens, kann es vielleicht nachher sagen, ein bisschen. Auch hier, wie das aussieht, ist also megamässig schön, super. Auch die gelben Bäume, so herbstlich, das passt ja richtig. Das ist zwar noch nicht so, es ist eher sommerlich im Moment noch. Alter Handelsposten, mongolisches Gebiet ist das hier. Und so eindrucken bin hier. Also da kann man recht abtauchen in die Welt, finde ich. Also malerisch alles. Ich habe nie so ein Game gehabt, so überkommt, so farbig, intensiv alles. Geht es nicht schräg nach Vorgabe, nach Richtung, weil es die Kunden zugleich nochmal schauen, wie es aussieht hier. Also das ist mega stimmungsvoll. Noch nie so etwas erlebt, so. Jetzt habe ich auch Vogel gesehen. Oh, es knallt da drüber. Noch Vogel gesehen, der hier gelben, seht ihr. Vielleicht habe ich das Wasser mit dem Ross. Nein, auch weiter raus geht es nicht, leider. Hier noch geht so. Schon lustig, sonst muss ich mal richtig animieren, wenn ich reingehe ins Wasser mit dem Ross. Noch eins probieren. Ja, ein bisschen, aber... Wenn man es nicht tief ist, dann geht es hier. So, dann müssen wir hier am Wind nachher wieder. Wo sogar der Wind ist. Ja, das See zeigt es mir da an. Rennen kann man sehr schnell. Jetzt habe ich den Wind gesehen, die weißen Schmatten hier, fast wie Nebel. Sieht das Ende aus für mich als Wind. Hier ist die Bahn. Die Karte kann man aufrufen mit der Optionstaste. So, bei der Richtung bin. So, da hier wäre ich jetzt, aber ich muss hierher zum Gelb, also geht eine ganz andere Richtung, muss mich umdrehen quasi. So, geht umdrehen und so näher. 520 Meter zeigt es mir an, zeigt so wieder an, oben nachher das Fischerdorf, dort muss ich her. Da kann ich auf der Bahn kommen. Vorne sieht man so Schwaden wieder, weissliche. Da kann man es recht vertun in der Welt, aber zu erkunden ist sehr schön gemacht. Wie gesagt, für einzutauchen, ein bisschen andere Welt mal. So, die raufgehen. Dann Schwaden. Zora, sagt ihr. So, jetzt mein Ross übrigens, den ich ausgewählt habe. Der Name übrigens so, dass ich Vorgaben gewusst war, aber dann ausgewählt. So. Zora heisst übrigens Himmel auf Japanisch, das ich erfahren habe. Ich habe gefunden, das passt noch gut weiss
wie weisse Wolke im Himmel, oder? Ist auch das Ross weiss entsprechend. So himmlisch kommt es vorher aus. Also super. Oh, Herausforderungen, muss ich viele drücken, kommen, jetzt geht's gleich los, mit der Herausforderung, Action, pur. Achtung, los geht's, let's go. Gedrückt halt, das ist sehr wichtig, ist eben verloren oben. Jetzt geht es um Sachen. Gesundheit, Unterdrückung, sehr wichtig, nachladen geht, dass man... Ah, oh, jetzt bin ich unterlegen, jetzt hat es mich auch gut. Nein. Die schlagen mich an den Boden liegen, voll brutal zum Teil das Game. Ist abartig, wie es um Sachen geht hier. Globieren, L3. Kriegerkodex, hä? Machen wir das gar nicht mehr hier. Oder respektive gehen weiter zum Ziel. Der Wind tut mir weise runter zu einem Fischendorf. Das waren so Gegner, wild nicht so, irgendwie, um mir etwas anzutun. Gasthaus, Reiseerholung, mongolisches Gebiet. Oh, das ist nicht gut. Wow! Das hätte ich aber nicht so gerne. So. Schnell schauen, mal. Ja. Jetzt. Ich bin fast eben dran, fast mit dem Ziel quasi. Ich muss mich drehen. Oh. Eben, die mir so Wind folgen, nicht, dass man abkommt. Ja, nicht. 100 Meter kann nur weit sein. Ich muss auch über die Steuerung sorgen, zusammen, dass ich da im Baum reinputsch bin. Ich bin dann nicht besoffen, aber wie gesagt. So, da wäre sie, die Hübsche. Dann ist sie vorhin als Begleiterin. Oh! Oh! Sprich mit Juno. R2 drücken, muss mit dir reden mal. Leute sahen, wie die Mongolen Gefangene flussaufwärts führten. Unter ihnen war ein Schmied. Ein Bruder? Hört sich so an. Sie brachten ihn in ein Lager, nahe beim Kaneda-Meeresarm. Ich weiß, wo das ist. Auch storytechnisch sehr spannend gemacht, muss man sagen. Der Kriegerkodex, noch japanische Schrift oben nachher, die Zeichen, respektive Symbol. Hast du Samurai für die Rettung gefunden? Noch nicht, aber ich suche noch. Sicher findest du bald jemanden. Das Gefangenenlager sind 190 Meter. Muss man erreichen. Das ist das nächste Ziel, das Basal anzeigt. Aufsteigen, R2. Kann ich das Ross nehmen wieder. Sie kommt auch dorthin als Begleiterin noch. Sie wird schauen. Wir sollen zusammen kommunizieren zu uns rein. Oder muss antworten, gell, und so weiter. Kann dir helfen, wenn er gerettet ist. Aha, sie hilft mir jetzt also noch. Glücklich zu haben. Sieht er vielleicht anders? So sind Geschwister nun mal. Was ist mit dir? Hast du Brüder oder Schwestern? Fürst Chimu. Präfektur Komoda. Was wirst du tun, wenn er frei ist? Tief durchatmen. Denn dann weiß ich, dass für unsere Insel Hoffnung besteht. Du klingst überzeugt. Fischidorf Keshi. Ich kann schon gegen jede Wahrscheinlichkeit gegen sehen. Und wenn dein Bruder frei ist, was dann? Genau, ja, vor durch oder oben durch. Jetzt gehe ich mal hier. Es ist auch ein bisschen Mischung zwischen Assassin's Creed und vielleicht ein bisschen Zelda-Einfluss auch noch. Das Game und Samurai. Kriegermässig. Ist alles ein bisschen gemischt, ehrlich gesagt. Das finde ich sehr spannend, wie es gemacht ist. Auch. Es hat schon ein bisschen Ähnlichkeiten, sie sich recht inspirieren zum Teil von den anderen Games. So. So ein bisschen Mischung zwischen allem Möglichen. Also man muss absteigen, keine Ahnung, sie muss machen. Geht. Mal hier durch. So. Das ist ein Fischendorf, wie gesagt, hier. Das ist nicht nur mein Haus einfach. Das ist mit ihm der Terra, aber. Die Partikel, das ist auch Hinweis, das Ziel kommt näher. Die Partikel, die Luftströme, die ihr seht, die Schmatten. Das
draussen herdeuten, die Überränder. Seht ihr das Weisse hier? Da kann etwas im Busch sein, vielleicht. Und deine Wunden? Fast verheilt, dank deinen Verbänden. Du redest nicht gern über deine Gefühle, oder? Da hast du wohl recht. Mein Onkel lehrte mich, dass ein Samurai seine Gefühle meistert. So wie ein Pferd oder eine Klinge. Klingt nach einem harten Leben. Es soll auch nicht einfach sein. Ja, das hat die rauf, anscheinend. Es stimmt mir zwar, dass es rauf will. Manchmal geht der Dunkel zwar das Ziel, aber... Schöne Sicht hier noch von hier aus, muss man sagen. Ja, jetzt geht es auch hier runter wieder. Es geht, jetzt kommt auch das Gewitter auf. Genau. Ein bisschen schneller beschleunigen das Ganze. Ein bisschen. Vor uns ist ein Blick auf den Fluss. Ein guter Ausguck aufs Mongolenlager. Kommt das Gewitter auf, wie gesagt. Jetzt muss man auch ein bisschen beeilen, ein bisschen pressieren. Jetzt weist der Weg hier durch. Ziemlich ein Gewitter im Anmarsch hier. Kehren zu deinen Verbündeten zurück, 30 Meter. Und wir verlaufen, kehren ins Geschichtengebiet zurück. Schnell, Sora! Das Gefangenenlager, 70 Meter entfernt. Und wir verritten auch ein bisschen. 50 Meter. Das ist genau. Muss man zurechtfinden in diesem Game, wie gesagt, noch. Besser noch. Also nicht ganz intus halt. Die Abläufe und so. So, jetzt kann ich mal abwärts. Ich mit dem Ross, aber die andere auf die Schnur gekriegt. Das hat natürlich gut vorgemacht mit X-Play als Vorspiel, oder muss man sagen. So, das wollte ich nicht wollen. Das korrigieren wir jetzt noch. Das war nicht super, ich brauche Landung. Ja, schau das Profi, oder? Passiert so Zeug. Profi im Werk, wisst ihr, der Lex, so wieder mal. So, also hier ich wieder sein, in diesem Dörfli, aber ich weiss so nicht, raus. Ich meine, das geht weiter zwar, aber... selber zu schauen. Ein bisschen probieren, halt mal absteigen auf diesem Rössli. Dann sieht man auch, wo man ist. Mal da rein. Schauen, was so geht. Vorräte, also Sachen kann man einsammeln, sicher auch dem Game wichtig. Hindurchkriechen.
Oh, jetzt aber. Durchkriechen. Ja, da war ich wieder draußen. Leinen. Also Sachen auch herstellen, wie gesagt, wenn ich Sachen einsammle entsprechend. Mal noch hier schauen, so ist. Ist halt auch ein Rausfinden, oder? Einsammeln oder nicht einsammeln ist die Frage. Ob oder möglichst einsammeln vorher, sicher sind gern gut. Also der, wie gesagt, jetzt so Hütten und Zeug, die keinen Sinn geben. Wo man nichts machen kann oder so stellen. Und sonst noch keinen Vorteil bringen, quasi im. Schon in vielen Games heutzutage so, so stellen. Mal rein. Mal schauen, was hier ist. Von Hütten zu Hütten gehen wir jetzt mal ein bisschen gemütlich, chillig. Oder ein bisschen durchlungern. Sieht nicht nach viel aus, sondern gefüllt mit Leben. Eher trist, ein bisschen. Da bin ich sicher noch rauf. Rauf ist gern gut. Für das Erkunden hier noch. Oh, das ist der hier schön. Also ehrlich gesagt, es geht etwas komisch, wo ich her muss, aber davor ist eine grosse Leiter, aber kann das Ziel sein davor? Auch nicht auf den Turm, nehme ich an. Gefangenenlager. Also. Oh, mal auf. Es sieht etwas heimelig aus, wie es gemacht ist, aber ich weiß nicht, ob mir das weiterbringt. Das ist eine Plattform hier, das kann eine Funktion noch haben, um etwas auszulösen. Noch. Es geht eher noch mal Erz aus, vielleicht muss ich das irgendwie runter bewegen oder. Ja. Mal schauen, was mir anzeigt, am Menü innen. Da bin ich auch völlig falsch. Irgendwie muss ich zurück. Ich reiche noch aus. Ausguck. Aha. Doch da oben, dort. Vorher ja auch. Alles geguckt, da muss ich Umsicht. Ist ein bisschen Brabeln, noch ein bisschen. Ich habe keinen Stress, ich habe Zeit bei diesem Game. Wie gesagt, ich habe mir Zeit. Zeigen. Wieso habe ich es nicht gemacht vorhin? So, jetzt wollen wir es probieren. Das ist nicht finger, ist auch ein bisschen komisch gesehen. Also. No, die Hauptrichtung wäre richtig so. Völlig nebendurch, wahrscheinlich vorhin. So, konzentrier dich. Jetzt
Ich gehe nicht zu Fuß, gescheit in Stadt mit Tross, dann finde ich es auch besser. Jetzt kann ich wieder holen, Tross, wie gesagt. Probier das mal so. Vielleicht bin ich einfach schnell durchgesagt und der rausgeht. Eigentlich schon mehr gehört, die Gose. Ich komme nicht recht zu Gang mit dem Wind, ehrlich gesagt. Das ist noch nicht ganz leicht. Es ist nur geradeaus. Probiere es halt mal so. Muss da vorne sein und ich vorher auch durch bin, keine Ahnung. Was haben sie gemacht da, vorher auch rumgeträumt. Ist der komisch. Dann muss ich abchecken. Ich bin vorne dran, scheinbar. 80 Meter. Davor ist mir umgegangen, es ist natürlich so mit dem Ross, wo man giggelt, irgendwo durch. Da ist das Lager. Schwierig hineinzukommen. Die Mandolen haben das Lager verschmutzt. Es muss einen Weg reingeben, um mal nachzudenken. Ein, zwei, Spein. Wir müssen zur Tack, ohne ihn in Gefahr zu bringen. Wir finden einen sicheren. Ja, das wäre das Gefangenenlager, der Teil, den wir müssten überbewegen, ohne es entdeckt wird, möglichst oder mehr. Das ist das Kreuz so hier. Mal schauen, am besten. Da könnten wir rein. Abchecken, ob wir am besten reinkommen. Wir könnten noch in der Frontwand suchen. Reinschleichen. Und die Mongolen an Ort und Stelle töten. Wenn etwas schiefläuft, töten sie die Gefangenen. Ich habe es selbst erlebt. Wir müssen leise eindringen. Wie Diebe. Was ist daran verkehrt? Vor den Samurai. Regierten Verbrecher die Insel. Wir führten Ordnung ein und sorgten für Gerechtigkeit. Wir leben nach einem Ehrenkodex. Und manchmal sterben wir deshalb. Krieger wie mein Vater, die unsere Heimat sicherer machen wollten. Ich will das doch auch. Doch es ist Zeit, dass wir uns wehren. Ich versprach meinem Onkel, den Kodex nie zu brechen. Um meine Familie zu retten und den Rest von deiner. Sehen wir uns mal an, womit wir es zu tun haben. Warten wir, bis es dunkler ist. Geht. Finde die Lücke in der Nähe des Lagerorts, 130 Meter entfernt. Sollen wir uns unauffällig heranschleichen dort? Er hat viel durchgestanden, schon vor der Invasion. Aber du warst viel da. Jemand musste ja. Er hasste, dass ich starb.
zu sein, war auch nicht meine Wahl. Doch meinen Instinkt zu missachten. Mein Kodex. Besser als von den Mongolen abgeschlachtet zu werden. Wir müssen zurückschlagen. So gut wir nur können. Wie gesagt, sie müssen für uns anschleichen. Ohne, dass wir möglichst entdeckt werden. Das ist nicht ganz so einfach, wahrscheinlich. So ein gefangener Lager. Und ganz leise. Präfektur Josho. Da vorne ist das Zwischenziel mit dem Gelben, die Markierung. So ein Checkpoint auf Nord, dem man sagen, bevor es nach dem Inneren geht, von diesem Lager, wo wir dann bestürzen, respektive eindringen. Es wird spannend, wie es dann ausgeht. Ich weiß es auch nicht, mach es auch zuerst mal. Hier durch. Puh, sie müssen nicht quetschen, gut. Zwängen dich durch die Lücke im Zaun. Gut, ich werde innen anfangen. Puh, jetzt wird es spannend, jetzt kommen die Kämpfe wahrscheinlich. Wenn sie uns sehen, töten sie die Gefangenen. Dann sollten wir leise sein. Fallen den Mongolen in den Rücken, also recht hingerhältig eigentlich. Denk nicht darüber nach. Vorräte. Takedown-mässig eigentlich, wie man es zu essen sollte. Wenn man dann mal sagt, Achtung, schleich an. Quadrat gibt ein Attentat. Recht brutal, was zu hergeht, was dargestellt wird. Vom Gewalt-Level her, so finde ich. Oh, das ist Zeit, das sehe ich. Keine Panik. Jetzt kommt eine Zwischensequenz. Der Bär humpelt stark. Euer Pfeil hat ihn verwundert. Dann ist ein Tier am gefährlichsten. Bleibt wachsam. Ja, okay. Bleibt an ihm dran. Folge den Bärenspuren zusammen mit deinem Onkel. Das ist mein Onkel dahinter, das bin ich vorne hier. Er hat zwei Spuren. Aus einer Folge. Dass hier Bären leben? Tun sie nicht, aber die Kämpfe in Yarikawa trieben einige hierher. Ich werde aufrecht stehen, ich nicht so bückend laufen. Wir sind keine Barbaren, Jim. Ich folge jetzt noch diesen Spuren. Dann werde ich mich langsam verabschieden von diesem Gameplay. R2. Genau, darum sollte man auch bücken, sind die Spuren gesehen. Hier. Jetzt hat sicher ein Bär auf mich zu, plötzlich. Oder auf uns, besser gesagt. Schau, wo die Spuren sind. Sollte man gerne bücken, um die anzuschauen, dass man nicht ganz
Was ich nicht ganz begreife. Das sehe ich schon, oder? Habe ich gemeint. Sehr gemächlich, wie der auftaucht. Man kann noch etwas zügiger machen, das Ganze. Ein bisschen rausgezögert. Aber es ist ein... Eine Spur, das sieht schon mächtig aus noch. Muss man sagen. Rechte Tatzer oder ein Bär hat. Also hast du immer so alles gemacht, ist hier wieder die Umgebung mit dem Dunstigen, den man nicht weit gesehen hat. Und das Blutige zum Teil am Boden oben, die Spuren. Hier. Seid bereit. Ja, okay. Darf ich schießen? Blutlachen gesehen. Zeigt, dass ihr eure Gefühle kontrolliert. Dann vielleicht. Der muss auch Blut verloren haben, der Bär, der Kaib. Zu verletzt oder weiss nicht was. Angeschossen schon. Ja, wie? Vorsichtig! Er könnte noch leben. Wird gespeichert, schon heikel stellt. Er ist doch tot, oder? Untersuchen. Schau. Oh. Eine Wunde in seiner Flanke. Nicht von einem Pfeil. Sehr brutal aus. Oh, jetzt geht's ab. Scheiße. Shit. Ihr fallt dem Sito und den Dritten. Fürster Kai. Ihr müsst euch beherrschen. Wir sind keine Verbrecher, wie dieser Mann hier. Wir sind Samurai. Er wollte euch ermorden. Er muss dafür bezahlen, mit seinem Leben. Seht ihm in die Augen. Er gibt, dass ein Samurai nie aus Angst oder Wut handelt. Dann ging sein Leben ehrenvoll. Gott sei Dank. Wenn wir kämpfen, greifen wir den Feind frontal an. Und wenn wir ihn dann töten, schauen wir ihm in die Augen mit Mut und Respekt. Das macht uns zu Samurai. Respekt. Schlägt aus dem Schatten zu. Ist recht zur Sache gegangen hier. Ist wieder eine Sequenz. Was ist? Such mir deinen Bruder. So, jetzt werde ich mich mal verabschieden mit diesem weiteren Gameplay zum Akt 1. Das war nicht mehr ganz gesehen, weil es ein Teilanfang vom Anfang. Ich weiß nicht, wie lange es die genau sind. Und ich mich herzlich bedanken bei allen Gamers und sonst alle, die mir zugeschaut haben.
Und dürft mich doch abonnieren oder liken, was euch gefallen hat, das Video oder auch meine anderen Videos. Und mein Hauptkanal mal allgemein. Und bis zu meinem nächsten Video auf meinem Let's Play Tech Bird YouTube-Kanal. Ade zusammen.